55 Millionen Views. Ich will nicht mehr. Wenn ich das Wort gedroppt hätte, dann würden, glaube ich, ganz viele... Ich habe gerade Robbie Bubble getrunken. Das bedeutet für mich, seht ihr hier Robbie Bubble? Nee, ich bin blind. Dass der Alkoholspiegel in einem sehr gefährlichen Rahmen sich befindet. Das heißt, wenn ich einfach in der Aufnahme umkippe, wisst ihr, woran es liegt. Heute habe ich mir mal gedacht, gucken wir uns mal random Clips im Internet an. Da habe ich letztens mich durchgeschaut und habe mir gedacht, boah, ab dafür. Das ist die geilste Animation, die ich in meinem Leben gesehen habe. Der Clip ist von 2007. Da war ich verdammte 6 Jahre alt. Als ich 6 war, wurde so ein Müll auf YouTube hochgeladen. Heilige Scheiße. Junge, das ist ein 1-Sekunden-Video. Und das hat 410.000 Aufrufe. Ich will auch einen Hamster. Digga, die Kommentare bestehen auch nur aus Poop. Tup, 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 tup. Ich will einfach nur, ich will nicht mehr. Mara, que a Julia seja muito feliz com a escolha dela. Das war elegant. Ey, es war natürlich ein Ticken zu lang. Ich habe ja noch einen Stuhl hinter mir. So, mein Freund, du bist jetzt abgeschoben. Monkey on the car. Monkey on the car. Fuck off. Junge, wenn das mein Kind wäre, ich hätte es erstmal ein bisschen bearbeitet. Time for lunch. Munch, munch. Time for a munch. Crunch, crunch. Munch, munch. Crunch, crunch. Munchy, munchy. Crunchy, crunchy. Niemand Kannibalen, wenn sie jemand beleidigt hat. Jeder hat seine eigene Art und Weise, Probleme zu lösen. Das hat mir mehr Angst gemacht, als dass ich das zum Lachen bringen soll, Alter. Fresh. Wegen der Kreativität. Hi, Fresh. Wieder freshes Video. Eigentlich ganz nett, ne? Aber hi. Ich liebe es, wie kreativ... Oh. Ja, Bruder, ne? Hey, Junge, es wird immer kranker bei euch. Ich werde Santa in meiner Box fangen. 8 Sekunden, naja. Okay. I will trap Santa in my box, locked up like Fort Knox, and make him some my clock. Ich liebe Santa jetzt schon dafür. Wenn Santa das macht, Alter, dann ist das einfach mein Held für des Tages. Der Hund isst ein Bean Burrito in einer Sekunde. And this is a Bean Burrito from Taco Bell. Ich bin mal gespannt, was wie bei Taco Bell kostet. Okay, hier. Was wollen wir bei Taco Bell? Ein Hamburger. Wie viel kostet ein Hamburger? Also ich gucke mir das Menü jetzt hier an. Es gibt einfach keinen Hamburger. Taco Bell ist für mich raus. See if Bubba wants a Bean Burrito. Gonna get it? Gone. Ich will auch ein Burrito jetzt haben, ey. Bei uns gibt's aber leider keinen. Wir haben noch nie einen Burrito-Shop bei uns zu Hause gesehen, hier in Deutschland. Die Kommentare, die jetzt kommen werden, Alter. Ja, ich freue mich drauf. So, hier. Das ist jetzt... Ist einfach nur hier. Es hat 6 Millionen Views. Hey, das hat mein Leben gerade, also die Videos, die wir heute gucken, die bereichern mein Leben um das 400 Oktilliardenfache. Jetzt mal wirklich. Hund der Weisheit mit 55 Millionen Views. Das ist ein 55/80 von Deutschland. Ich habe mir Angst, das anzugucken, weil ich mal wirklich... Komm, machen wir mal. Wer ist das, der über dem Horizont des Himmels ankommt? Wer wagt es? Es ist mir der Hund der Weisheit. Hier ist deine Weisheit. Wenn dein Ball zu fett für dein Maul ist, ist es nicht deiner. Das ist eine gute Weisheit, danke. Hi, weil ich so kreativ bin. Warum, wenn eure Kunstlehrerin dieses Kommentar im Unterricht sehen würde? Er, sie, es, wie, er, sie. Mashallah, sie würde euch innerhalb von einer Millisekunde eine 5 geben. Yoda sagte das N-Wort. Ich bin jetzt mal wirklich... Wer? Say the N-word, I must. You can't say that word, Yoda. Yes, I can. You think... Es ist nicht gedroppt, zum Glück. Aber das Ding ist, Yoda dürfte das auch sagen, weil er ist ja kein Mensch. Oder er hat... Ach, keine Ahnung, was weiß ich, Alter. Das Problem ist doch, wenn ich das Wort gedroppt hätte, dann würden, glaube ich, ganz viele nette Typen von dem anderen kommen und mich auch einen Kaffee einladen. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ich frage mich, wer sich ernsthaft da hinsetzt und sagt, boah, ich muss was animieren, was cool ist.
Ich hab die Idee. Und dann animiert er diesen Mist. Und dann, wenn er daran 50 Stunden gearbeitet hat, irgendeiner kommt runter und fragt so, yo, Digga, was machst du da? Denn er so, boah, zeig mal. Oh mein Gott, er hat was animiert. Dann denkt man, man hat so wirklich so Cinema 4D, zack, rein. Und dann kommt sowas raus. Also ich finde solche Leute bewundernswert. Oh, Karin Ritter aus Köthen grüßt Monte. Ja, guck mal, da wird man, dass mal was Deutsches vorgeschlagen wird. Monte, du alte Socke, liebe Grüße von Karin aus Köthen. Zocke mal nicht so viel. Hast du gehört, Monte, ne? Wenn du noch eine Stunde länger spielst, kommt Karin um die Ecke und raucht deine Bude voll. Ja. Pass auf, mein Freund. Wach auf. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Junge, ey, das sieht voll eklig, gruselig aus. Ja, wenn du so aufgeweckt wirst, mit genau diesem Gesicht. Guck mal, ich werde erstmal Ihnen Peace zeigen, und zwar genau hier rein, damit er ganz genau weiß, ich komme mit friedlichen Absichten. Das Internet ist voll von Müll, ne? Das ist einfach nur geil. Schade, dass so wenige Leute deine Videos schauen. In denen ist nämlich voll viel Arbeit. Aber wirklich danke. Kurz geht raus. Grandpa hat den Autoschlüssel gefunden. Wo hat denn der da was gefunden, Alter? Hä? Junge, mein, wirklich, nach dieser Folge messe ich mein IQ. Und dann bin ich mal gespannt, wie hoch er gestiegen ist. Gib mir einen Drink, Bartender. Give me a drink, Bartender. Meine Gehirnzellen! Es hat 10 Millionen Views und es hat mich um keine Millisekunde bereichert. Monke. Warum? Ich meine, ich habe noch nie so ein Lustlos. Genau mein Humor, ey. So einfach dumm.